Ümesato sind gigantisch große und mysteriöse Yokai, die wie blinde alte Männer aussehen. Sato wurden im alten Japan blinde Masseure genannt, von dem das Monster seinen Namen erhalten hat. Über den Ümesato ist sehr wenig bekannt, doch soll er nachts durch die Meere Japans umherwandern und dabei mit seinem Gehstock die Wellen wegstoßen. Normalerweise stellt dieser Yokai keine Gefahr für Menschen dar, doch einigen Erzählungen zufolge soll der Ümesato dennoch so einigen Fischer belästigt haben. Man sagt ihm auch nach, dass er segelnde Schiffe zu sich locken soll und wenn sie in seiner Nähe angekommen sind, soll er sie gekentert haben. Manche Schiffe soll er sogar samt Besatzung aufgefressen haben. Wenn die Seeleute auf einem Schiff höflich und mit Respekt einem Ümesato gegenüberstanden, so verschwand das Wesen und ließ sie am Leben. Es besteht die Möglichkeit, dass Ümesato eventuell ein entfernter Verwandter von Ümibose ist, einem weiteren Yokai, der die Meere Japans heimsucht.